Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem verrückten YouTube-Kanal, der völlig politisch inkorrekt ist, wo ein Deutscher und ein Ukrainer regelmäßig nach Russland fahren und sich für euch und eure ADRs einsetzen, um zu schauen, wie wir die irgendwie umgewandelt bekommen. Ja, Freitag war es soweit, die Frist für die Zwangsumwandlung der ADRs war vorbei und es gab die nächste große Überraschung. Viele von euch haben es vielleicht in den Depots gesehen, ich selbst habe es bei der ING und bei Flatex gesehen, habe vorhin gerade die Rückmeldung bekommen, bei OnVista war es wohl auch so und bei Trade Republic, dass dass für einige ADRs nochmal eine weitere Variante der Umtauschmöglichkeit besteht. Also im Prinzip die Möglichkeit, gerade für Gazprom und für Rosneft hatte ich es gesehen, dass ihr eure ADRs nochmal auf dem europäischen Weg umtauschen könnt. Ja, da war es aber so, dass dann gleich auch nochmal die Information vom Broker dazugekommen ist, dass ihr die Daten von der NSD braucht, also die Zieldaten, die Kontodaten, wo die ADRs dann hingebucht werden sollen, beziehungsweise wo natürlich dann eure originalen Aktien landen sollen. Ja, und einige haben mich da ganz verwirrt angerufen und angeschrieben und gesagt, Daniel, um Gottes Willen, die wollen irgendwelche 12 und gefühlt 27-stelligen Nummern von mir haben. Wo kriege ich die denn jetzt her? Um das hinzubekommen, braucht ihr definitiv erstmal ein Konto bei einer russischen Depotbank, mit dem ihr dann arbeiten könnt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, um welche Aktie es sich dann handelt. In den meisten Fällen war es natürlich Gazprom, dann ist die Gazprom-Bank naheliegend. Es gibt auch die Möglichkeit, über Freedom Finance zu gehen. Und in beiden Fällen, egal ob das jetzt die Gazprom-Bank ist, ob das jetzt Freedom Finance ist, ist es einfach so, dass ihr dort noch verschiedene, ja, ich will mal sagen, bürokratische Hürden zu nehmen habt. Ja, ich weiß noch selbst, in der Gazprom-Bank, als wir das Konto damals eröffnet haben, war es so, dass es offiziell hieß, ihr braucht da kein großes Kino, ihr braucht da keine schwierigen Unterlagen in irgendeiner Form einzureichen, gerade was Passkopie oder sowas betrifft. Und die Mitarbeiterin vor Ort, die Julia oder Julitschka, wie wir sie immer nennen, hat uns dann gesagt, nee, macht mal lieber eins, dass ihr noch eine apostillierte und notariell beglaubigte und vor allen Dingen übersetzte Passkopie mitbringt. Also das sind natürlich dann so diese kleinen, aber feinen Unterschiede, die es dann gibt. Ja, wie läuft das Ganze jetzt konkret ab? Ihr habt also von eurem deutschen Broker, von Flatex oder der ING beispielsweise, eine Weisung erhalten. Ihr könnt diese Weisung ausfüllen und dann zurückgeben, bei der ING sogar online. Und müsst dort aber die NSD-Daten angeben. Das bedeutet, ihr braucht, bevor ihr das tut, ein funktionierendes russisches C-Depot in Moskau. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt und ja, braucht dafür aber wiederum, um das eröffnen zu können, eine Kopie von eurem deutschen Reisepass bzw. von eurem europäischen Reisepass, das ist ja nicht nur für deutsche Staatsbürger möglich. Diese muss dann vom Notar beglaubigt sein, vom Landgericht apostilliert sein, in Russland übersetzt und dann nochmal beglaubigt sein. Also das ist ein ganz schöner Aufwand und das braucht ihr zunächst. Dann ist es so, dass viele gar nicht wissen, dass ihr noch ein Dividendenkonto braucht, um die Dividenden zu erhalten. Also auch das ist eine Sache, die wir in Russland noch für euch erledigen können. Und im Fall von der Gazprom-Bank ist es auch möglich, dass ihr eine Handy-App bekommen könnt, um dann einfach eure Umsätze auf den Konten zu sehen. Also auch das noch eine Variante, auch das eine Möglichkeit, die ihr bekommen könnt. Das selber zu organisieren ist alles relativ schwierig, selbst wenn ihr in Russland seid. Deswegen könnt ihr da gerne unseren Service nutzen, dass wir euch an der Stelle unterstützen. Genau, macht es dann gerne so, dass ihr mir eine E-Mail schreibt an info@danielmehner.de oder einen Kommentar hinterlasst auf dem Kanal. Und ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und sage euch schon mal einen schönen sonnigen Tag und bis bald. Ciao.